Bewahren Sie hier vielleicht irgendwelche Sprengkörper auf? Klar. Sprengstoff und Zünder sind in dem Schrank da. Sie hätten nicht zufällig etwas übrig? Ich kann Ihnen nicht einfach einen Sprengsatz geben. Nicht ohne einen verdammt guten Grund. Der General hat eine Landkarte in seinem Büro, über die er sich mit Ubier unterhalten hat. Vielleicht verrät uns diese Karte, wo Sie hinwollen. Mag sein, aber ich komme ja nicht ran, solange der General und sein Kumpan da drin sind. Es gibt sonst nichts weiter zu bereden. Hey! Finger weg vom Mobiliar, ja? Eine Bergbaugesellschaft verwendet doch Sprengstoff, oder? Nicht in der Rechnungs- und Personalabteilung, soweit ich weiß. Wissen Sie, wo ich einen Sprengzünder finden könnte? Klar, in dem Schrank hinter der Chefin. Sie wird Ihnen bloß keinen geben. Ich benutze einfach meinen Charme. Das muss ich mir angucken. Ich suche einen Sprengzünder. Oh oh, die Dingerchen sind aber gefährlich. Ich meine, sind sie denn überhaupt qualifiziert dafür, mit denen umzugehen? Ich weiß ja nicht, wie man überhaupt mit Sprengstoff arbeiten kann. Ich hätte viel zu viel Angst, mich in die Luft zu jagen. Darum arbeite ich ja im Büro. Obwohl, Schreibtischarbeit ist auch nicht so sicher, wie viele meinen. Kennen Sie beispielsweise diese Dinger, mit denen man Heftklammern entfernt? Diese Entklammerer. Hören Sie, Sie haben ja mein vollstes Mitgefühl, aber jetzt habe ich genug von dem Mist. Haben Sie Sprengzünder hier im Büro? Ich weiß nicht, ich bin neu hier. Genauer gesagt habe ich heute Morgen erst hier angefangen und ich habe noch keine Ahnung, was ich hier tun soll. Kennen Sie sich mit Buchhaltungssoftware aus? Ja, sicher. Welches Programm benutzen Sie denn? Nennt sich LINC. Der Typ, der das geschrieben hat, muss ein Wahnsinniger sein. Jedes Mal, wenn ich eine Datei abspeichere, läuft eine schräge Melodie und kleine Zeichentrickschweine tanzen dazu über den Bildschirm. Und wo liegt das Problem? Naja, eigentlich kein Problem. Ist nur nicht ganz das, was ich von einer professionellen Buchhaltungssoftware erwarte. Könntest du den General nicht ablenken, während ich einen Blick auf die Karte werfe? Du scherzt wohl. Hast du nicht gesehen, wie der mich angegeifert hat? Doch, doch. Du gibst eine prima Schlangenbeschwörerin ab. Komm schon, ich brauche nur 5 Minuten. Naja, vielleicht. Aber es ist dein hirnrissiger Plan. Du übernimmst das Reden. Meine Freundin würde Sie gerne um einen Gefallen bitten, General. Für Sie, meine Liebe, tue ich alles. Ich hab's mir anders überlegt. Oh nein, hast du nicht. Sie ist einfach zu schüchtern, Sie um ein Interview zu bitten, General. Ein Interview? Mit mir? Fabuloso! Nun, ich... ich würde gerne eine Story über Sie schreiben. Hast du das gehört, Rinaldo? Eine exklusive Hochglanz-Doppelseiten-Story über deinen geliebten General. Sie, Signore General. Kümmere dich hier um alles. Ich gehe in meine Wohnung zurück und ich möchte nicht gestört werden. Dafür wirst du mir bezahlen, George Stobbart. Mach dir keine Sorgen. Wenn du länger als ein paar Stunden weg bist, komme ich und hol dich. Ein paar Stunden?
Ich brauche keine Reklamesendungen, besonders nicht die von anderen Leuten. Der Tresor ist zweifellos abgeschlossen. Ich habe keine Zeit, mich mit Computerspielen abzulenken. No, 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 Senor. Der General hat befohlen, dass niemand diese Karte ansehen darf. Er wird es doch nicht erfahren, wenn Sie es ihm nicht sagen. Sie kennen ihn nicht, Senor. Er würde es so leicht aus mir herausholen, wie das Schmalz aus seinen Ohren. Okay, okay. Ich muss ihn loswerden. Würden Sie einer alten Freundin von mir die Ruinen zeigen, jetzt wo der General weg ist? Es wäre mir eine Ehre, Senor. Danke. Ich gehe Sie schnell holen. Wissen Sie, wo ich einen Sprengzünder herbekommen könnte? Hat Ren dich zufällig darauf angesetzt? Hey, jetzt kommen Sie aber. War doch nur ein Scherz. Oder dachten Sie vielleicht, ich meine das ernst? Ich weiß doch, wie ihr Jungs seid, wenn ihr zusammenhockt und Pläne schmiedet. Duane sagte mal, er könne alle Probleme der Welt lösen, wenn er nur genug Raketen hätte. Wussten Sie, dass der Truck voller Sprengstoff war? Wie kommst du denn auf diese Idee? Nein, sag's nicht. Ich kann's mir schon denken. Ihr Mann. Er hat doch bestimmt übertrieben, oder? Manchmal frage ich mich, wie ich es mit Duanes überschäumender Vorstellungskraft überhaupt aushalte. Ich habe alles arrangiert für Ihren Besuch im Tempel, Pearl. Oh, das ist aber wirklich lieb, George. Warum kommst du nicht mit, Honey? Würde ich ja liebend gern, aber gerade jetzt muss ich schnell mal die Welt retten. Mal Süßer, ich suche einen offiziellen Fremdenführer, der mich zur alten Pyramide bringt. Für eine bezaubernde Dame würde ich bis ans Ende der Welt gehen. Und für sie immerhin bis zur Pyramide und zurück. Aber was ist mit ihrem Mann? Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Also lass uns abhauen. Nachdem Pearl und Renaldo sich auf den Weg zur Pyramide gemacht haben, gehe ich daran, das Polizeirevier zu durchsuchen. Der Aktenschrank ist wahrscheinlich abgeschlossen. Sieht aus wie eine geologische Übersichtskarte der Gegend südöstlich von Caramonte City. Etwa 80 Kilometer landeinwärts und flussaufwärts war ein Gebiet mit dem Wort Teokulkan markiert. Es ist Miguel, der Musiker. Ich bin George Stobbart. Du bist Miguel, der Musiker, stimmt's? Ex-Musiker, Senor. Meine Karriere ist beendet. Ein Besuch im Gefängnis könnte doch ein prima Karriereschub werden. Senor, ich würde lieber sterben, als mit dieser Schande zu leben. Kennst du einen Kerl namens Karzak? Ja, der alte Mann hat von ihm gesprochen. Der Ausländer? Professor Ubier? Stimmt. Dieser Mann, Karzak, er ist Ubiers Boss. Warum hängt diese Schlinge darunter? Renaldo hat sie für mich geknüpft, damit ich mich aufhänge. Weinen Sie nicht um mich, Senor Stobbart. Wenn ich tot bin, wird die Göttin meine Seele zur ewigen Ruhe ins Paradies führen. Ich komme nicht an die Schlinge ran. Es gibt nichts, worüber ich im Moment mit ihm reden will. Jemand hat freundlicherweise kleine Blenden für die Birnen gestiftet. Der Rest des Gefängnisses sieht aus wie eine öffentliche Toilette in England. Ich komme nicht an die Lampe ran.
Ein verloren aussehender Bursche schläft auf dem Boden seiner Zelle. Das ist Miguel, der Flötenspieler. Ich will eigentlich im Moment gar nichts weiter von ihm wissen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich habe keine weiteren Gesprächsthemen auf der Pfanne. Ich habe mir diese Karte auf dem Polizeirevier gründlich angesehen. Es ist eine Karte von Caramonte. Verrät die uns, wo Ubier hin will? Ja, zu einem Ort namens Teoculcan. Da ist die Mine. Ich frage mich, warum die so geheimnisvoll tun, was Ubiers Pläne angeht. Eines ist sicher. Wenn der General mit drin hängt, führen die nichts Gutes im Schilde. Ich würde gerne mal mit diesem Musiker Miguel reden. Nehmen Sie einen Sprengsatz und holen Sie ihn aus diesem Gefängnis raus. Hier ist der Zünder, Duane. Reden Sie etwas leiser, George. Oder wollen Sie, dass jeder Sie hören kann? Sie gehen am besten rüber und warnen Miguel vor, dass die Kavallerie unterwegs ist. Okay. Ein verloren aussehender Bursche schläft auf dem Boden seiner Zelle. Das ist Miguel, der Flötenspieler. Miguel, was ist los? Was passiert? Wir holen dich hier raus. Wer ist wir? Haben die Amerikaner die Delta Force geschickt? Nö. Das Team von Cobra übernehmen sie? Bring mich nicht zum Kotzen. Viel besser. Also wer? Ein portionierter Grußkartenverkäufer aus Ohio. Ich bin verloren. Da bist du nicht der Einzige. Ich hätte es wissen müssen, als ich sie zum ersten Mal sah. Sie bringen nichts als Ärger. Hören Sie, ich kann alles erklären. Rein in die Zelle. Sofort. Und wenn ich mich weigere? Dann erschießt er Sie. Okay, alles schön hergucken, wie ich ganz ruhig in die Zelle marschiere. Kluge Entscheidung, elender Norteamerikaner. Einer der Gründe, warum ich Feuerwaffen so hasse, ist, dass sie die Leute so unhöflich machen. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Urlaub.
Senor Stobart. Geh deine Waffe polieren, Rinaldo. Das war doch bestimmt Teil Ihres Planes, richtig? Naja, auf eine gewisse Art, nein. Mir sind gerade die Ideen ausgegangen. Jetzt hängt es allein an Nico. So, da wären wir. Sie haben sich ja umgezogen. Ich dachte mir, ich schlüpfe schnell mal in was Bequemeres. Der Gestank von billigem Rasierwasser überrollt mich wie eine Tränengaswolke. Also, was wollen Sie denn über mich wissen? Fragen Sie und ich werde antworten. Ich werde Ihnen nichts, gar nichts abschlagen. Ich bin ein sehr großzügiger Mensch. Wie schön für Ihre Freunde. Ihre Augen glänzen heller als die Sterne. Von seinem verdammten Rasierwasser tränen mir die Augen. Mir geht langsam das Sofa aus. Ebenso mutig wie schön. Ich bewundere sowas. Schön, solange er es aus der Ferne bewundert. Das ist General Graziento im voll aufgedrehten Schwerenöter-Modus. Mir sind die Gesprächsthemen ausgegangen. Das Porträt irgendeines Typen in Uniform. Ich will das Bild nicht. Die absolute Spitzentechnologie. Zumindest im Jahr 1978. Ich will mir keine schwachsinnigen Seifenopern reinziehen. Ein ausgestopfter Schwertfisch. Beim genaueren Hinsehen entdecke ich, dass der Schwertfisch mit Einschusslöchern übersät ist. Der General ist ein echter Sportsmann, da gibt's kein Vertun. Eine Lavalampe. Ziemlich cool, auf eine etwas rückständige Art. Der General hält sie zweifellos für cool. Punkt. Ich will keine Lavalampe. Ein Tigerfell liegt auf dem Boden. Dem Tiger ist nicht mehr zu helfen. Ist das eine Lavalampe? Klar. Sieht sehr beeindruckend aus im Dunkeln. Ich mache kurz mal die Vorhänge zu. Nein, nein, bitte nicht. Es ist doch so ein herrlicher Tag draußen. Wer ist der Kerl mit dem Hut und der dicken Zigarre? Meine Mutter. Großer Fisch. Selbst gefangen? Gefangen? Ha, Angeln ist was für Kinder. Aber wir haben... Moment mal, sind das Einschusslöcher? Zwei ganze Magazine mit einer Vollautomatik. Der hat sich vielleicht angestellt. Mir gefällt Ihr, Fernseher. Oh ja? Cool, was? Mami! Was ist hier los? Nichts, Mami. Ich war nur... Ich bin in Uniform. Und wenn ich meine Uniform anhabe, heißt das... Signora la Presidenta. Entschuldige, Signora la Presidenta. Also, was ist los hier? Was geht hier vor? Nicht, Signora la Presidenta. Ich habe meiner Freundin Nico gerade nur gezeigt, was ich für tolle Sachen habe. Hallo. Guten Tag, Senorita. Und was für Absichten haben Sie in Bezug auf meinen Sohn? Absichten? Wir haben nur geredet. Wie nett. Sie hat ein gutes Knochengerüst, Raoul. Hat sie auch Verstand? Sie ist Reporterin. So, ist sie das? Und was für Fragen hat sie dir gestellt? Ich bin freischaffende Fotojournalistin. Ich mache Lifestyle-Reportagen. Für welche Art von Zeitschriften? Ist wohl am sichersten, die Dummchentour zu versuchen. Mit gutem Knochengerüst. Für Hallochen, das Leben der Superreichen und Scheinheiligen, Neidmagazin. Exzellent. Raoul, zur Abwechslung hast du mal eine gute Wahl getroffen. Es ist wohl ziemlich klar, wer hier das Sagen hat. Ich hoffe nur, George fängt etwas Sinnvolles mit der Zeit an, die ich ihm hier verschaffe. Und dann geht's weiter mit... Und als Sie in dieser Band da gespielt haben,
Da habt ihr diesen Song wirklich 2 Stunden lang runtergedudelt? Ja, wir waren wirklich berühmt an unserem College. Obwohl unsere Version war längst nicht so gut wie das Original. Ich habe das Lied noch nie gehört. Aber das dürfte wohl zweifellos stimmen. Hey! Psst! Hey, George! Duane Henderson, bin ich froh, Sie zu sehen. Gehen Sie zum amerikanischen Konsul und sagen Sie ihm, dass ich hier ohne Anklage eingesperrt worden bin. Was soll denn das bringen, George? Der Konsul war Ihr Vormieter in genau dieser Zelle. Wir müssen gutes amerikanisches Know-how anwenden, wenn wir Sie hier rausholen wollen. Oh oh. Know-how und diesen Wagen voll Sprengstoff, den ich zufällig dabei habe. Duane, hören Sie mir zu. Sie werden uns alle umbringen damit. Sie sind so ein alter Schwarze, Herr George. Das läuft wie Schnitzelbraten, glauben Sie mir. Negativ an negativ, positiv an positiv. Glaube ich jedenfalls. Okay, nur ein Minütchen. Ich muss mich nur gerade in sicherer Entfernung zurückziehen. Wir schlagen zu, Miguel. Los, die Matratze. Ihr habt komische Sitten da oben im Norden. Und los! Zu spät. Sind wir schon tot? Mist! Was ist los mit dem Sprengstoff? Es gibt keinen Sprengstoff. Mein bescheuerter Lieferant muss mir organischen statt chemischen Dünger eingepackt haben. Alles, was ich jetzt hier habe, sind 400 Pfund leicht angetoastete Pferdeäpfel. Ein wunderschönes Bild, Duane. Aber machen Sie sich nichts draus, mir fällt schon was anderes ein. Stabile Gitterstäbe schützen das kleine Fenster. Auf dem Weg komme ich hier nie raus. Auf diesem Weg kann ich nicht fliehen. Diese Tür sieht mir ziemlich stabil aus. Die Tür ist verschlossen. Das Schloss, das diese Tür versperrt. Ein Stück Seil zu einer Henkersschlinge geknüpft. Ich komme nicht an die Schlinge ran. Hör mir zu, Miguel. Gib mir das Seil und ich bringe uns hier raus. Gibt es einen Ort, wo du dich vor dem General verstecken kannst? Natürlich. Meine Freunde haben ein Boot bereitliegen, das mich flussaufwärts bringen kann. Aber wie wollen sie hier ausbrechen? Mit nichts als einem kurzen Stück Seil. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich denke mir was aus. Aber wenn Ihr Plan nicht funktioniert, darf ich mich in Frieden aufhängen, ja? Ich will eigentlich im Moment gar nichts weiter von ihm wissen. Hey, Duane, ich möchte, dass Sie dieses Seil an Ihrem Wagen festbinden und dann ein Stück vorfahren. Keine Ahnung, ob das wirklich klappt, aber ich habe das schon oft in Schwarz-Weiß-Western gesehen. Natürlich benutzte John Wayne ein Pferd, während Duane einen kleinen Viertonner fährt. Aber immerhin, das Prinzip ist doch logisch einwandfrei. Wie Sie meinen, George. Bitte verzeihen Sie meiner Mutter. Sie kann manchmal etwas schwierig sein. Oh mein Gott, Raoul. Mach ihr einen Antrag, du Idiot. Hören Sie nicht auf sie. Sie will nur endlich Enkel. Glaub bloß nicht, ich könnte dich nicht hören, Raoul. Ich will einen würdigen Nachfolger. Und das bist nicht du. Also mach ihr jetzt einen Heiratsantrag. Oder ich tu's für dich. Hören Sie, Nico, wir kennen uns noch nicht sehr lange, aber... Was zum Teufel war das? Ich weiß nicht, was da vor sich geht, aber es ist bestimmt Georges Werk. Ich sage nichts dazu, denn das liebliche Geräusch zusammenbrechenden Mauerwerks sagt doch schon alles, oder? Schnell, Senor, zum Fluss! Wartet, was ist mit Nico? Tsch,
George, was hast du denn gemacht? Du solltest doch bloß einen Blick auf die Karte werfen und plötzlich fängst du hier den Dritten Weltkrieg an. Keine Zeit für Erklärungen. Komm weiter. Keine Bewegung. Terroristenabschaum. Redest du mit mir, Kleiner? Ja, ich rede mit dir, fetterer Mann. Und mein Name ist nicht Kleiner. Ein Wort der Warnung, mein Kleiner. Wenn du weiter mit diesem Erbsenwerfer vor meinem Gesicht rumfummelst, wird der Nächste, der ihn zu Gesicht bekommt, dein Proktologe sein. Kapiert? General, ich kann mit Stolz berichten, dass ich die Terroristen gefasst habe. Du Idiot! Nicht die! Den anderen Amerikaner und diese Französin! Das sind sie! Als ich das Bewusstsein wieder erlange, bin ich allein, angespült am Flussufer. Mein Kopf schmerzt höllisch und in meinem Mund habe ich einen sumpfigen Geschmack. Zuerst dachte ich ja, die Musik spielt nur in meinem Kopf. Typisch für mich, im Paradies mit einer Migräne aufzuwachen. Aber ich folge dem Klang und entdecke ein Baumhaus in einer nahegelegenen Lichtung.